So könnt ihr in Tears of the Kingdom jeden Leunen in wenigen Sekunden platt machen. Als Waffe benötigen wir einen Chimärenbogen mit 5 Pfeilen pro Schuss. Der Bogen ist normalerweise ein Drop der Leunen, aber wir können ihn auch auf anderem Weg bekommen. Wie genau das funktioniert, habe ich euch in meinem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Als Rüstung benutzen wir das grimmige Gottheitsset, zu welchem ich ebenfalls schon ein Video hochgeladen habe. Zusätzlich können wir unseren Angriff noch durch Powerfood ein wenig boosten. Als Schild benutzen wir ein Gleiterschild, auch dazu findet ihr von mir ein Video in der Beschreibung verlinkt. Als Pfeilboost nutzen wir die Gyptoknochen, welche wir hauptsächlich in der Gerudo-Wüste von Gyptos bekommen können. Sollten wir letztendlich alles haben, müssen wir nun auf den Leunen zurennen, einen Schildsprung ausführen, ihn dann am Crit-Spot treffen, anschließend dann auf ihn drauf, da sollten wir auch genug Zeit für haben, dann ein paar Hits landen und sobald wir runtergeschleudert werden, das ist jetzt der wichtige Part, müssen wir direkt wieder in den Slow-Motion-Mode und jetzt schießen wir so lange unsere Gyptoknochen auf ihn drauf, bis der Leune down ist.